But if you close your eyes. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Gerade eben ist mein Paket von Romwe Fashion oder Romwe Fashion angekommen. Das habe ich mir vor circa anderthalb Wochen bestellt. Es sind jetzt erst ein paar Sachen angekommen, also noch nicht alle. Aber ich dachte mir, ich drehe jetzt schon mal einen ersten Teil. Da euch das vielleicht interessiert, was ich so rabattiert jetzt dort gekauft habe, weil es vom größten Teil her Sommersachen sind, weil ich mir dachte, ja, die kosten alle nur so um die 3 bis 8 Euro und die sahen so schön aus und deswegen musste ich mir die kaufen. Vor allen Dingen jetzt, wenn es noch so warm ist bzw. wird, dachte ich mir, kannst du sie auch noch dieses Jahr tragen. Und ja, ich werde quasi einen kleinen Haul für euch machen und euch zeigen, was ich mir alles bestellt habe. Ich habe mir nicht nur Klamotten bestellt, sondern auch noch ein paar andere Sachen, aber größtenteils Klamotten. Genau, also die Webseite Romwe Fashion verlinke ich euch nochmal unten in der Infobox. Und vorerst würde ich sagen, das ist keine Kooperation und ich bekomme auch kein Geld dafür. Ja, ich habe das auch alles, also die ganzen Sachen von meinem Geld bezahlt und ich möchte euch halt nur zeigen, was ich so gekauft habe. Ja, und ich würde sagen, legen wir mit diesem Video los. Ich würde sagen, ich greife jetzt mal einfach blind hier neben mich. So, also anscheinend, ich glaube mal, dass das eine Jacke sein wird. Ich muss mir mal eine Schere holen, weil irgendwie kann ich das nicht so gut aufreißen. Falls sie mir nicht passt, muss ich die auch wieder zurücksenden. So. Also ich hatte recht, das ist tatsächlich eine Jacke. Ich kann mich irgendwie gar nicht mehr daran erinnern, dass ich die bestellt habe. Es kann auch sein, dass die irgendwie ganz anders auf den Bildern aussah. Und hier, ja, irgendwie ganz unerwartet anders. Also der Stoff ist sehr dünn. Also es ist keine Herbstjacke, würde ich sagen. Und was ist das für ein Material, keine Ahnung, kann ich nicht beschreiben, Polyester oder so. Und hat hier vorne so eigentlich schicke Knöpfe und hier unten so Schnürbänder. Also ich zeige die euch jetzt nochmal angezogen. Aber ich finde die eigentlich richtig cool. Und ja, also die kann man eigentlich auch cool kombinieren. Ich überlege mir das noch, ob ich die mir behalte. Stimmt einfach auf dem i ab. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt auf eure Meinung. So, geht's weiter zu dem nächsten Teil. Und zwar ist das ein Sommertop. Ah, jetzt kann ich mich noch erinnern, das fand ich so süß. Aber irgendwie hat das total wenig Stoff, halt nur hier vorne. Und hier hinten ist alles rückenfrei. Also Leute, ich weiß nicht, ob ich das euch jetzt einblende. Wenn ich es jetzt einblende, dann seht ihr es, wie es angezogen aussieht. Weiß halt nicht, ob es jugendfrei ist. Ja, aber schon das Muster und die Farbe gefällt mir sehr, sehr gut. Und das Material ist auch richtig leicht und weich. Und ja, also ihr könnt jetzt bei jedem Teil mal oben abstimmen, ob ich das behalten soll oder nicht. So, kommen wir jetzt mal zu dieser Sache. Ich habe keine Ahnung, was das ist, Leute. Ich weiß nicht, was ich da bestellt habe, aber ich würde sagen, ich lasse mich einfach mal überraschen. Hä? Das habe ich nie bestellt, Leute. Eine Leggings mit hier so Glitzerstreifen. Also die wird mir nicht passen. Die sieht aus wie so eine Kinder-Leggings. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht. Ihr müsst auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr dort was bei der Seite bestellt. Dass das ja
irgendwie doch das falsche Bild zu der Klamotte ist. Also ich verstehe das irgendwie nicht. Ich habe mir eigentlich eine richtig coole Leggings bestellt. Und dann kommt sowas. Naja, bei solchen China-Läden muss man halt auch aufpassen bzw. darauf achten, dass man die richtige Größe und dass da auch nicht irgendwas Falsches ankommt. Naja, egal. Ich gucke jetzt einfach mal hier in diese Sache. Ich weiß, was es ist. Das ist so ein... Damit wollte ich dann ein Foto auf Instagram posten. Und zwar ist es so ein Einteiler. Also das ist so ein... Nicht Einteiler, aber das sind so zwei Sachen. Eine Hose und ein T-Shirt. Und die passen halt zusammen. Richtig geil. Und das fand ich irgendwie Tumblr-mäßig. Wenn demnächst dann ein Foto online kommt, checkt mal meinen Instagram-Account ab. Yep. Und zwar, ich glaube, die sieht passend aus. Einmal eine Hose. Aber wie ich es hier sehe, sehr durchlässig. Aber die Hose sieht richtig cool aus. Ich finde Weinrot, die Farbe, richtig cool. Und das T-Shirt, das ist so ein Crop Top. Also ich zeige euch das jetzt mal zusammen angezogen. Also das ist mega cool. Stranger Things. Ich denke, das werde ich behalten, weil das irgendwie richtig chillig aussieht. Und Chillerhosen kann ich immer gebrauchen. Und das Oberteil, ja, das kann man auch einfach dazu anziehen für Fotos. Beziehungsweise hat das nicht alles beides so viel gekostet. Da habe ich drauf geachtet. Und ja, also ich denke, das werde ich behalten. So, zur nächsten Sache. Die habe ich schon voll oft auf Instagram gesehen irgendwie. Zumindest das Muster. Das, ich finde, ja, vom Stoff her sind das so Rüschen, beziehungsweise ist das so gerafft. Also das sieht so aus von Namen. Und ich zeige euch das jetzt mal angezogen. Also ich finde das noch eine richtig cute, süße, schulterfreie Bluse. Ich liebe die jetzt schon. Die werde ich, denke ich, behalten. Ihr könnt trotzdem noch abstimmen. Die hat nicht so viel gekostet. Ich glaube... so 4 Euro oder so. Ihr müsst auf jeden Fall mal auf der Seite vorbeischauen. Ich will euch die Sachen jetzt nicht extra noch verlinken. Ihr findet da auf jeden Fall andere tolle Sachen und auch die Sachen, also die sind auf jeden Fall alle noch da in jeder Größe. Kommen wir zum vorletzten Kleidungsstück. Da habe ich auch keine Ahnung, was da drin ist. Ah, jetzt weiß ich. Das habe ich auf den ersten Blick nicht gesehen. Das ist so eine richtig coole schwarze Hose mit unten so einem schönen Muster. Ich hoffe, die passt mir, weil ich finde die so schön. Also ungelogen. Ja. Ich hoffe, die sieht gut aus. Also ihr werdet das jetzt mal sehen, wie die angezogen aussieht. Also richtig cool. Schwarz, gut kombinierbar. Und ich finde das unten, das Muster, richtig schön. I love it. So, kommen wir zum letzten Kleidungsstück. Und zwar diese gute Hose. Da kann ich mich doch dran erinnern, weil die wollte ich unbedingt. Die brauchte ich unbedingt. Und bei Primark habe ich irgendwie nicht so richtig coole, chillige Hosen gesehen. Ich hoffe, die passt mir auch. Ich zeige die euch jetzt mal angezogen. Die ist so grau-grünlich, aber die hat so ein chilliges, chilligen Look. Mit Schnürband und ja, genau. Das war auch schon das letzte Teil. Und nun kommen wir zum Schmuck. Also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich mehr Schmuck gekauft habe. Und deswegen, ja, kommt bestimmt noch was an. Also es gibt auf jeden Fall ein Teil 2. Und zwar habe ich einmal eine Kette gekauft von Fashion. Ich habe keine Ahnung. Ich zeige die euch jetzt einfach jetzt von Namen, weil das euch jetzt, ja, weil damit ihr es besser sehen könnt. Was für eine coole Kette. Ich finde die so unnormal schön. Die ist so zusammen. Also das sind nicht viele einzelne Ketten, sondern everything together. Ja. So, dann kommen wir noch zu Armketten, Armreif. So sieht das aus. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich Armreif bzw. Armbänder gekauft habe. Aber die sehen hier doch nicht so schön aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Hey, what the fuck, was ist das? Hä?
das ist irgendwie... Ich komme da... Ich weiß nicht mal, wie ich... Ah! Ich weiß nicht mal, wie ich da mit meiner Hand reinkommen soll. Ich glaube, das trägt man so zusammen. Also ich zeige euch jetzt mal eine Nahaufnahme von den Ketten. Armbändern. Ich bin so dumm. Ja, das sind mehrere Armbänder. Die Armreife sind ein bisschen unpraktisch, aber ja, die anderen werde ich auf jeden Fall tragen. Weil ich mag nicht so Armreif. Armreif, was ist die Mehrzahl von Armreif? Ja, weil die tun irgendwie weh und die sind total unbequem. Ja, meine Meinung. So, dann habe ich noch eine richtig coole Ordnungsbox, beziehungsweise Schminkordnungsbox. Ich weiß noch nicht, wofür ich das benutze, entweder für Schminke oder halt für meinen Schreibtisch. Die ist rosa. So sieht die aus. Fokussier. Hallo. Ja, so sieht die aus. Von vorn. 4 Fächer. Und so hoch ist die. Also ich finde die richtig cool. Hier kann man auch Paletten reintun. Aber halt auch Stifte. Aber ich denke, ich tue eher Paletten rein, weil mein Schminktisch sehr unordentlich ist. Ja, und die hat auch nicht so viel gekostet. Und die kam eigentlich so schön verpackt rüber. Also... mega nice. Und... Kann es sein, dass du dumm bist? Dann kommen als letztes 2 Handyhüllen. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich eine Handyhülle bestellt habe. Und zwar die coole mit diesem Dino drauf. Ich zeige die euch jetzt mal mit meinem Handy. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich noch eine durchsichtige gekauft habe. Ich weiß nicht, woher die kommt. Ich weiß es einfach nicht. Aber man kann immer durchsichtige gebrauchen. Vor allen Dingen, weil ich mir erst eine durchsichtige gekauft habe. Aber ist okay. Jetzt habe ich halt noch eine durchsichtige. Aber ja. Das waren auch schon alle Sachen. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Dieser Haul. Wenn ihr euch noch einen Teil 2 wünscht, dann liked auf jeden Fall dieses Video. Denn damit sehe ich, dass euch Hauls gefallen, beziehungsweise diese Art solcher Videos. Und ich wollte mich auch nochmal bedanken, dass das letzte Video, also mein Back-to-School-Haul, so gut bei euch ankam. Richtig krasses Feedback. Und also, es hat mich richtig gefreut. Und ja, was soll man noch dazu sagen? Wow! Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich würde mich auch über ein Feedback in den Kommentaren freuen. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Tschüss!